Renten sind regelmäßige Zahlungen in konstanter Höhe. Das heißt, man versteht unter Renten im finanzmathematischen Sinne nicht eine Altersvorsorge, sondern es geht tatsächlich um einen Zahlungsstrom, der in konstanten Abständen immer mit der gleichen Höhe auf ein Konto eingezahlt wird. Wir schauen uns dazu mal ein Beispiel an. In diesem Beispiel werden jeweils zum Jahresende 1.000 € auf ein Konto eingezahlt und das Ganze 5 Jahre lang. Der Zinssatz, der auf diesem Konto vereinbart ist, soll 5% betragen, pro Jahr natürlich. Wir verdeutlichen uns das Ganze an einem Zeitstrahl, auf dem ich jetzt diese Zeitpunkte markiere. Eine Anmerkung zu diesen Zeitstrahlen. Typischerweise spricht man ja vom Beginn oder dem Ende des ersten Jahres, wenn es um Zahlungen geht. Da muss man den Zeitpunkt dann auch mal unterscheiden. Wenn der Zeitpunkt 0 für heute spricht und das Ganze in einem Jahresraster gemessen wird, kann man sich vorstellen, dass das erste Jahr geht vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt 1. Das heißt, wenn man zum Ende des ersten Jahres eine Zahlung vornimmt, dann ist das zum Zeitpunkt 1. Und genau das haben wir jetzt in unserem Beispiel. Hier sollen jeweils 1.000 € auf dem Konto eingezahlt werden. Immer zum Jahresende. Das ist das Ende des zweiten Jahres, Ende des dritten, Ende des vierten und Ende des fünften Jahres. Was mich jetzt interessiert ist, wie hoch ist der Kontostand zum Zeitpunkt 5? Diesen Kontostand, den bezeichne ich jetzt mit RN, nicht mit KN. Das wird dann unsere Bezeichnung für diesen Spezialfall der Renten. Also das ist das typische Szenario. Immer gleiche konstante Zeitabstände, immer eine gleich hohe Zahlung. Der Kontostand zum Zeitpunkt T gleich 5, dann folgendermaßen aus, nach exakt 5 Jahren. Zunächst addiere ich jetzt diese Zahlungen inklusive ihrer Zinsen alle zu Fuß mit der Zinseszinsformel. Das heißt, für unsere erste Zahlung, die hier, insgesamt 1, 2, 3, 4 Jahre Zinsen. Das heißt, bei 5% Jahreszins hätten wir dann 1,05 hoch 4. Das ist der Anteil des Kontostands, der durch diese Zahlung hier entsteht. Für die zweite Zahlung haben wir dann noch 3 Jahre Zinsen und so weiter. Für die nächste sind es dann noch 2 Jahre Zinsen, 1 Jahr Zinsen und für die letzte Zahlung, das ist die hier, gibt es gar keine Zinsen mehr. Die zahle ich sozusagen zeitgleich ein zum Ablesen dieses Kontostands. Wenn Sie so wollen, ist das 1,05 hoch 0. Oder anders gesagt, da ich ja jetzt hier immer die gleiche Summe stehen habe, kann ich die natürlich ausklammern und den Rest, die Potenzen von 1,05 aufaddiert. Kann ich also schreiben als Summe von i gleich 0 bis 4 über 1,05 hoch i. Und vielleicht erinnern Sie sich an die Analysis-Vorlesung. Da hatten Sie bestimmt diese Art von Reihen mal auseinandergenommen. Grundsätzlich gilt für solche sogenannte geometrische Reihen, das ist eine geometrische Reihe. Und für diese geometrischen Reihen gilt q hoch i für i gleich 0 bis n. Wichtig ist, dass man hier bei 0 anfängt zu summieren, ansonsten muss man das korrigieren. Funktioniert die Formel nicht. Das ist q hoch n plus 1 minus 1 geteilt durch q minus 1. Deswegen können wir jetzt das durch anwenden und es ergibt sich 1000 mal, der Faktor stört mich nicht beim Anwenden dieser Formel der geometrischen Reihe, dann ist das 1,05 hoch 5 minus 1 geteilt durch 1,05 minus 1. So, das ist viel einfacher auszurechnen als der Ausdruck oben. Hier ergibt sich ein Wert von 5.525,63. Lassen Sie uns das mal allgemein formulieren. Angenommen, wir haben n Zahlungen, jeweils zum Jahresende, in Höhe von jeweils r. R für die Rate, mit der wir hier jeweils einzahlen. Dann ergibt sich ein sogenannter Rentenendwert von r mal q hoch n minus 1 geteilt durch q minus 1. Das ist in der Finanzmathematik eine ziemlich zentrale Formel. Die brauchen wir auch nochmal in anderen Zusammenhängen. Das ist der sogenannte nachschüssige Rentenendwert. Nachschüssig deswegen, weil sie jeweils zum Jahresende die Zahlung leisten. Vielleicht ist Ihnen was aufgefallen. Hier bei der Wiederholung der geometrischen Reihe, die Potenzen wurden gezählt von 0 bis n und hier hatten Sie in der summenfreien Darstellung dieser geometrischen Reihe n plus 1 stehen. Hier in unserer Formel steht aber nur n.
Das liegt daran, dass wir, wenn Sie zu dem Beispiel zurückgucken, wir hatten hier insgesamt 5 Zahlungen, aber da wir die Zahlungen jeweils nachschüssig vorgenommen haben, haben wir für die erste Zahlung ja nur 4-mal Zinsen bekommen. Das heißt, die höchste Potenz, die wir hier hatten, war 4 und es ging dann runter auf 0. 4, 3, 2, 1, 0. Und in unserer geometrischen Reihe ist es ja auch so. Sie haben hier insgesamt, wenn Sie von 0 bis n zählen, ja n plus 1 Summanden. Also wenn wir hier 5 Summanden haben, muss eben in unserer Rentenformel hier oben auch 5 stehen bei nachschüssigen Zahlungen. Das ist nur ein vermeintlicher Widerspruch. Es ist nur so, dass bei uns hier sozusagen 4 stand, als wir hier hochgezählt haben. Jetzt gibt es Varianten von diesem nachschüssigen Rentenendwert, zum Beispiel den vorschüssigen Rentenendwert. Was ändert sich, wenn Sie vorschüssig zahlen? Bei vorschüssigen Zahlungen ändert sich quasi nur das Zahlungsdatum. Statt am Ende des Jahres wird jeweils zu Beginn des Jahres bezahlt. Wir gehen von unserem Beispiel von vorhin aus. So, und auf Basis dieses Beispiels verschiebe ich jetzt die einzelnen Zahlungen. Bis jetzt sind die Zahlungen geleistet worden, jeweils zum Jahresende. Ich verschiebe diese Zahlungen jetzt so, dass sie jeweils zum Jahresbeginn erfolgen. Das heißt, die erste Zahlung passiert jetzt hier. Die anderen werden analog jeweils ein Jahr nach vorne geschoben. Das bedeutet, dass für die erste Zahlung, bei der wir zunächst oder in dem nachschüssigen Fall 4 Jahre Zinsen bekamen, 1, 2, 3, 4, erhöht sich jetzt die Anzahl der Zinsjahre auf 5. Das heißt, ich multipliziere jetzt diese Zahlung, um den Endwert hinten auszurechnen, nicht mehr mit 1,05 hoch 4, sondern mit 1,05 hoch 5. Oder anders gesagt, multipliziere diesen Endwert, den ich vorhin rausgekriegt habe, nochmal mit Q. Eine Verschiebung um ein Jahr nach vorne bedeutet ja ein Jahr mehr Zinsen, also eine Multiplikation mit diesem Zinsfaktor Q. Das gilt für alle diese Zahlungen. Das heißt, unser Endwert ändert sich im vorschüssigen Fall nur lediglich dahingehend, dass wir einmal diesen vorschüssigen Faktor, diesen Zinsfaktor dran multiplizieren müssen. Allgemein kann man also sagen, bei Zahlungen jeweils zum Jahresbeginn ergibt sich ein Rentenendwert von, ja, der sieht genauso aus wie vorhin, das ist wieder R mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Die Basiskomponente dieses aus dem nachschüssigen Rentenendwert, die ändert sich nicht. Das Ganze wird lediglich mit Q multipliziert. Das ist der sogenannte vorschüssige Rentenendwert. Eine weitere Variante dieser Rentenüberlegungen ist, wenn ich nicht am Endwert dieser regelmäßigen Zahlungen interessiert bin, sondern am sogenannten Barwert. Also sprich am Kapitalwert dieser regelmäßigen Zahlungen, dann spricht man von Rentenbarwerten. Und der Rentenbarwert lässt sich exakt wie beim Kapitalwert, wenn man einen Endwert vorliegen hat, bestimmen, indem man den jeweiligen Endwert diskontiert, abzinst mit dem Diskontierungsfaktor. Das war schon bei den nicht regelmäßigen Zahlungen so. Jetzt haben wir beide Varianten für vorschüssige und nachschüssige Renten. Gibt's natürlich eine Variante der Formel. Bei nachschüssigen Raten sieht der Rentenbarwert dann exakt so aus wie der Rentenendwert vorher mit einer zusätzlichen Komponente, Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Und die zusätzliche Komponente ist lediglich der Diskontierungsfaktor Q hoch minus N, der an diesen Endwert dran multipliziert wird. Im Fall des vorschüssigen Rentenbarwerts ändert sich auch nichts bis auf diesen Diskontierungsfaktor. Und der vorschüssige Rentenendwert unterscheidet sich ja vom nachschüssigen Rentenendwert lediglich durch diesen zusätzlichen Faktor Q, sodass Sie hier vermeintlich 4 verschiedene Formeln haben. In Wirklichkeit ist es immer die gleiche. Sie müssen nur darauf aufpassen, ob das Ganze jetzt vorschüssig oder nachschüssig ist, haben dann entsprechend diesen Faktor Q oder nicht. Und wenn Sie einen Barwert wollen statt einem Endwert, dann nehmen Sie diesen Diskontierungsfaktor. Der nachschüssige Rentenbarwert. Und das ist der vorschüssige Rentenbarwert. Zur Illustration habe ich Ihnen nochmal eine Grafik aus unserem Buch, Seite 373, reinkopiert. Sie wissen ja, wie Sie rankommen über die E-Books. Und da sehen Sie auch nochmal diesen Zusammenhang zwischen Endwert auf der linken Seite, Barwert auf der rechten Seite, was hier erstmal verwirrend aussieht, aber eigentlich ganz einfach ist. Sie haben hier jeweils diesen Block, der sich nicht verändert. Das ist überall der gleiche. So, das ist der nachschüssige Rentenendwert. Und je nachdem, wenn Sie auf der
Endwertseite sind, dann ist hier oben nachschüssig, unten vorschüssig. Wenn Sie von nachschüssig zu vorschüssig wechseln, multiplizieren Sie das Ganze mal Q. Wenn Sie von vorschüssig zu nachschüssig wechseln, kann man es natürlich auch umdrehen, dann multiplizieren Sie das Ganze mit Q hoch minus 1. Beim Weg vom Endwert zum Barwert wird diskontiert, also mal Q hoch minus eingenommen. Und wenn Sie vom Barwert zum Endwert wollen, dann müssen Sie aufzinsen. Das ist mal Q hoch n. Und so kommen Sie von jedem Kästchen in jedes andere Kästchen, lediglich indem Sie hier einen Faktor dazu multiplizieren oder eben weglassen. Und hier unten sehen Sie das auch nochmal. Der Endwert, der nachschüssige Rentenendwert, wird dann entweder angereichert hier mit diesem Barwertfaktor, also mit dem Diskontfaktor, hier, oder hier mit diesem zusätzlichen Faktor Q. Ein Beispiel zu diesen Rentenformeln. Nehmen wir an, wir haben ein Konto, das mit 5% pro Jahr verzinst ist. Wir zahlen regelmäßig Geld auf dieses Konto ein, und zwar 40 Jahre lang. Und am Ende hätten wir gerne einen Kontostand von 500.000 Euro, also eine 500.000. Das soll jeweils mit nachschüssigen Raten, also jeweils zum Jahresende, angespart werden. Gesucht ist diese jährliche Rate, die jährliche Sparrate. Als erstes ist wichtig, bei diesen Rentenaufgaben, dass man sich überlegt, in welche Schublade muss ich greifen, welche von den Varianten ist diejenige, die ich mir jetzt hier aussuchen muss. Gegeben ist hier ein Rentenendwert. Das Ganze soll mit nachschüssigen Raten angespart werden, also brauchen wir die Formel für den nachschüssigen Rentenendwert. Die Rentenendwertformel sieht so aus: R mal U hoch N minus 1 geteilt durch U minus 1, und suchen tun wir die Rate R, also lösen wir die Formel hier klein r auf. Mit anderen Worten, dieser Bruch wird als Kehrwert auf die andere Seite multipliziert. Damit ergibt sich Rn mal Q minus 1 durch U hoch N minus 1. Das können wir einsetzen. In unserem Fall sind es 500.000 Euro. Q minus 1. Q ist 1,05. Bestimmt fällt Ihnen auf, wenn Sie hier von Q 1 abziehen, kommt I raus. In vielen Büchern ist das auch so, dass die Formel hier mit I beschrieben wird, statt Q minus 1. Ist natürlich das Gleiche. So, 1,05 hoch 40 Jahre lang haben wir Zeit anzusparen, minus 1. Und da ergibt sich ein Wert von 4.139 Euro und 8 Cent. Sie wissen ja, die Formeln, mit denen wir rechnen, die basieren alle auf der Zinseszinsformel, und die haben alle das Problem, dass Zinseszinseffekte dazu führen, dass sie gebrochene Centbeträge irgendwann unterwegs in der Rechnung auftauchen werden, die dann abgeschnitten werden von der Bank, weil nur ganzzahlige Centbeträge ausgeschüttet werden können. Das heißt, in der tatsächlichen Abrechnung werden Sie hier ein paar Cent Unterschied feststellen zu unserer künstlichen Rechnung, die davon ausgeht, dass Cent beliebig geteilt werden können. Ein zweites Beispiel. Wir planen eine Altersvorsorge und gehen von einer Rendite von 3%, ist natürlich nur ein Durchschnittswert, pro Jahr aus. Wir planen, aus dieser Altersvorsorge zu entnehmen ab unserem oder Ihrem 65. Geburtstag. Und spannend ist natürlich, mit welcher Lebenserwartung man rechnet: 30 Jahre lang. Wenn man älter wird, hat man in dem Modell dann natürlich Pech gehabt. Ja, und wir hätten gern in dieser Entnahmephase 12.000 Euro pro Jahr vorschüssig. Das ist nicht wirklich viel. Also müssen davon ausgehen, dass die Inflation weiterläuft. Das heißt, 12.000 Jahren in 40 plus 30 in 70 Jahren ist vermutlich deutlich weniger wert von der Kaufkraft. Als weitere Randbedingung haben wir eine Ansparphase, bei der ich jetzt bei Ihnen von 40 Jahren ausgehe. Wenn Sie heute loslegen und 25 sind vielleicht, sollte das hinhauen. Und wir sparen nachschüssig. Also immer zum Jahresende legen wir uns unseren Notgroschen in dieses Anlageprodukt, mit dem wir da die Altersvorsorge bestreiten. So, gesucht ist jetzt, wie viel müssen wir denn da jeweils sparen, um dann am 65. Geburtstag eine Summe angespart zu haben, die so hoch ist, dass ich danach diese 30 Jahre lang 12.000 Euro jeweils vorschüssig entnehmen kann und dann der Kontostand exakt auf Null ist. Unterwegs haben wir natürlich immer Zinseffekte, das heißt, die Zinsen laufen weiter. Wie geht das? Da ist es ganz sinnvoll, bei solchen Anspar- und Entnahmemodellen wieder einen Zeitstrahl hinzumalen. Heute sind wir 25, dann läuft das Ganze eine Weile bis 65 und irgendwann ist man dann 95. Die Ansparphase, die symbolisiere ich jetzt mal mit einem Dreieck, also es wird immer mehr, das Geld. Das ist natürlich nicht so linear, wie das hier aussieht, aber nur um ein Symbol dafür zu haben, dass es immer mehr wird. Und die Entnahmephase, die male ich dann
in Rot. Und gesucht ist, wie gesagt, die Rate, die ich da jeweils anspare. Die Idee für so eine Lösung sieht so aus, können ja formelmäßig zumindest ansetzen, wie der Endwert hier zum Zeitpunkt Alter 65 aussieht. Das ist eine nachschüssige jährliche Ansparrate, die wir zwar nicht kennen, aber die immer gleich hoch ist. Das heißt, hier kann ich den nachschüssigen Rentenendwert verwenden. Und in der Entnahmephase kann ich zwar keinen Endwert ausrechnen. Die Ansparsituation ist ja genau rückwärts. Sie haben sozusagen einen Betrag zu Beginn und entnehmen dann regelmäßig. Die Idee ist, zwei Konten. Auf dem einen Konto haben Sie eben Ihr angespartes Geld geparkt. Und auf dem anderen Konto, da ist nichts drauf mit dem gleichen Zinssatz, also dem gleichen Sollzinssatz, Sie entnehmen aber, Sie gehen in die Miesen. Und wenn Sie das mit diesen 12.000 Euro Entnahme jährlich machen, 30 Jahre lang, dann haben Sie hier zu diesem Zeitpunkt einen Kontostand von diesem Entnahmekonto, der mit negativen Vorzeichen genauso hoch sein muss wie der dieses angesparten Geldes, das sich ja weiter verzinst hat, zinseszinslich. Das ist also der Endwert dieser angesparten Summe hier, den Sie dann hier, also der Rentenendwert, den Sie dann hier durch diese negativen Zahlungen erreichen. Und wenn die gleich sein sollen, dann können Sie auch diesen Endwert nehmen und diskontieren. Dann haben Sie nämlich den Rentenbarwert dieser 30 Jahre Zahlungen, also dieser negativen Zahlungen. Mit anderen Worten, dieser Rentenbarwert der roten Phase, der roten Entnahmephase, der muss genauso groß sein wie der Rentenendwert dieser grünen Ansparphase. Das ist die Idee für eine Lösung. So, das bedeutet RN, das ist der Rentenendwert der Ansparphase. Das ist hier unser grünes Dreieck. Setzen wir gleich dem Barwert der Entnahmephase. In diese Gleichung kann ich jetzt die jeweiligen Formeln einsetzen. In der grünen Ansparphase habe ich eine unbekannte Rate. Sonst ist eigentlich alles klar. Ich weiß, dass ich 3% habe, dass ich einen nachschüssigen Endwert brauche. Also haben wir hier 1,03 hoch. 40 Jahre lang dauert unsere Ansparphase. 30 Jahre unsere Entnahmephase. Die beiden Zahlen muss ich jetzt einsetzen in die Formeln. So, wir haben hier 1,03 hoch 40 minus 1 teilt durch 1,03 minus 1. Das ist der nachschüssige Rentenendwert. Und auf der anderen Seite habe ich eine bekannte Rate, nämlich die 12.000, die ich ja entnehmen möchte. Und ich habe einen vorschüssigen, weil diese Zahlungen ja hier vorschüssig passieren sollen. Sie wollen ja immer zum Beginn das Geld haben aus Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge. Also habe ich einen vorschüssigen Rentenbarwert. Das heißt, ich setze die reguläre Formel wieder ein, garniere den noch mit dem Diskontierungsfaktor und diesem zusätzlichen Jahresfaktor für die vorschüssigen Zahlungen. Also haben wir hier 1,03 hoch 30, die Laufzeit ist ja hier jeweils nur 30, durch 1,03 minus 1. Dann kommt der zusätzliche Faktor für die vorschüssigen Zahlungen und wir haben noch den Diskontierungsfaktor. Das ist das 1,03 hoch minus 30. Diesen Ausdruck müssen wir nach R auflösen. Ja, Sie können es so machen, dass Sie das im Taschenrechner ausrechnen, das im Taschenrechner ausrechnen, jeweils hinter einer Variable speichern und dann die beiden durcheinander teilen. Oder Sie schauen, dass Sie das hier noch vereinfachen. Das geht natürlich hier. Was könnten wir denn? Wir könnten hier beispielsweise der Nenner sind gleich. Und dann könnten Sie noch diesen Ausdruck hier oben reinpacken und dann auf die andere Seite den verbleibenden Termfaktor von dem R rüberschaufeln, sodass wir dann im Endeffekt landen bei, das ist der Zähler auf der rechten Seite, der aus dem Faktor und aus dem Faktor, wenn ich die beiden zusammen multipliziere, entsteht. Dieser Faktor, der kommt in den Nenner auf der anderen Seite, das ist 1,03 hoch 40 minus 1 und dann fehlt noch der Faktor für die vorschüssigen Zahlungen. Es ergibt sich ein Zahlenwert von 3.212,96 €. So, nochmal, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie heute anfangen, Sie schaffen es, über die ganze Laufzeit, über die ganzen 70 Jahre einen Zinssatz von 3% rauszuhandeln oder zu erwirtschaften, eine Rendite, übrigens natürlich nach Steuern und eigentlich auch Inflation, fairerweise müsste man das rausrechnen. Angenommen, Sie schaffen das und Sie zahlen ab heute jeweils zum Jahresende 3.200 € ein auf dieses Konto, dann können Sie in 40 Jahren aufhören damit, können dann beginnen, sofort nach letzten Einzahlung am Silvester können Sie schon am 1.1. die ersten 12.000 € abheben und das können Sie 30 Jahre lang machen. Und erst dann ist dieses Konto tatsächlich geplündert und auf Null.